Hallo, wir sind Simon und Julia von CU Campervan und leben seit August 2022 Vollzeit in unserem Van. Mit unserem selbst ausgebauten Renault Master 3 bereisen wir den amerikanischen Kontinent. Wir werden entlang der Panamericana fahren, von Ushuaia im Süden bis nach Alaska im Norden. Abstecher in den Osten sind aber nicht ausgeschlossen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und uns so auf unserem Abenteuer begleitet. Haben wir auch wieder an der Tankstelle verbracht, und zwar an einer richtig, richtig coolen IPF Full. Wir konnten hier gestern auch für weniger als 1,50 Euro pro Person für 5 Minuten heiß duschen. Hier riecht alles frisch. Haben voll getankt und konnten sogar noch eine Burger-Promo nutzen. Wenn man voll tankt, dann gab es Burger und Pommes für 2 Euro. Wir waren schlau, wir haben zweimal halb voll getankt. Somit hat jeder einen Burger und Pommes für den halben Preis bekommen. Genau, kam uns auch gelegen, weil gestern sowieso Orgatag war. Wir haben das Internet genutzt, wir haben Wäsche abgegeben, bei ein paar Wäschereien die Preise verglichen, war noch einkaufen, bis wir hier waren, war es 20 Uhr. Von daher war das mit den Burgern perfekt. Und ich nehme euch jetzt gleich noch mit raus und zeige euch hier ein bisschen rum, damit ihr versteht, warum wir die Tankstellen so super cool finden. Hier gibt es in der Regel schöne Aufenthaltsbereiche, kostenloses Internet, guckt auch keiner blöd, wenn man sich nur hinsetzt, ohne was zu kaufen und Internet schnappt. Und ja, wie bei McDonald's zum Beispiel, gibt es hier eben auch Burger, die man wirklich gut essen kann, viel besser wie bei McDonald's. Es gibt Kaffee, es gibt Kuchen. Shakes, Süßkram. Aber es gibt auch gesunde Sachen, es gibt Salat, es gibt Sandwiches, es gibt Obstsalat. Also meistens auch super, super modern, wie ihr seht, und richtig cool. Hier kann man seine Münze dann einwerfen, dann fängt die Zeit an zu laufen, man hat wie gesagt 5 Minuten, das Wasser ist aber schön heiß und bei den Damen gab es nur eine Dusche, bei den Herren gab es glaube ich sogar 4, also wirklich zu empfehlen. Und an dieser IPF hier in Calafate gibt es sogar extra Stellplätze für ja, Caravan, Wohnmobil, Reisende und sonstige. Ist jetzt das erste Mal der Fall, aber auch ein mega Service. Schauen wir uns dann an. Kostenloses Wasser befüllen, mehrere Stellplätze direkt für Wohnmobile, inklusive WLAN, Strom, Licht, Wasseranschluss. Also, das ist doch mal echt ein Bomben-Service, würde ich sagen. Wir finden es immer wieder gut auf jeden Fall. Genau, und haben wir Wasser dran? Ja, voll.
uns jetzt losgehen. Und schon sind wir im Zentrum von El Calafate sozusagen angekommen. Wie uns das scheint, sehr touristisch, aber wir gucken jetzt mal. Julia, du sollst schon mal wieder dringend die Beine rasieren. Ach, da ist sie ja. So, hier in El Calafate, ne, wie man sieht, alles sehr, sehr schön, aber auch wie erwartet, sehr touristisch. Ich schwenke euch einmal rum. Der da drüber kommt aus Tölz. Ja. Ich habe den grünen Power Ranger gefunden. Da ist er. So, ich zeige euch jetzt mal das Calafate-Eis aus der Calafate-Berge. Hat auf jeden Fall schon mal eine schöne Farbe. Und nachher schauen wir mal, ob wir einen Busch finden, wo die Beere dran wachsen. Dann zeigen wir euch den auch noch. Gibt es nur hier die Beere. Den Busch, den man da sieht, hinter der Julia. Ja, da, genau die da. Das sind Calafate-Busche. Und da wachsen diese Bärle dran. Aus denen war das Eis eben. Wie man sagt, wer einmal eine Bärle probiert hat, wird immer wieder nach Calafate. Wir haben bisher nur welche probiert, die nicht reif waren, also bisher noch keinen Grund. So, neuer Morgen nach dem Frühstück wollen wir den Wanderweg hier um den See machen, den es weiter vorne gibt, in El Calafate. Allerdings hätte der auch irgendwie 8 Euro gekostet pro Kopf, nur um den See zu laufen. Das war es uns dann doch nicht wert. Jetzt sind wir hier ein Stückchen weiter nach einem Kitespot gefahren. Da haben wir einen neuen Hund gefunden. Der macht hier mit uns ein bisschen Wanderung und jetzt laufen wir hier außen rum. Halleluja! Genauso eine Landzunge lässt sich genauso schön laufen. Und dafür kostenlos. Ja. Später wollen wir ins Eismuseum. Und dann geht's weiter Richtung Eisberge. Wo ist er, Alfons? Alfons, weiter geht's. Der hört. Unser Guide hat uns erzählt, er zeigt uns mal den Steg hier. Hier kann man vielleicht auch angeln, hat er gesagt. Mal gucken. Alfons? Der wird wunderbar. Im Gegensatz hierzu. Weiter. Glacier Museum. Futuristisches Gebäude auf jeden Fall.
Julia ist kalt, ich denke, das kommt von den ganzen Gletscher hin. Ich glaube auch, ich mache das absichtlich. Eine Riesenuhr gefunden, aber nicht von unseren Freunden aus Saladillo leider. Wieder raus aus dem Gletschermuseum, war wirklich absolut in Ordnung und hat gekostet 10 Euro schon, also war es absolut wert. Wir waren in 2 Stunden drin, gibt auch 2 längere Filmchen, englische Untertitel und ja, ist viel zu lesen, aber es ist sehr, sehr interessant. Jetzt geht's weiter zum Gletscher. Perito Moreno, den wir uns da drin die ganze Zeit angeguckt haben. Und die Wettertabelle sagt, Stein ist trocken, also regnet es nicht. Nicht schlecht. Heute wird direkt vom Eingang vom Nationalpark übernachtet. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.